Wird man eigentlich bestraft, wenn man zu langsam fährt? Zu schnelles Fahren gehört zu den am häufigsten geahndeten Verstößen im Straßenverkehr und dass ein zu schnelles Fahren mit hohen Bußgeldern oder sogar einem Fahrverbot enden kann, ist jedem bewusst. Aber auch wenn es zum Beispiel auf der Autobahn keine Mindestgeschwindigkeit gibt, kann ein zu langsames Fahren ja unter Umständen eigentlich auch gefährlich sein. Beispielsweise, wenn man ein anderes Auto mit nicht ausreichender Geschwindigkeit überholt und es dadurch zu einem Unfall kommt. Und genau deswegen findet man diese Formulierung in der Straßenverkehrsordnung. Ohne triftigen Grund dürfen Kraftfahrzeuge nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern. Das zu langsame Fahren kann somit auch ein Bußgeld bis zu 120 € und ein Punkt in Flensburg nach sich ziehen.